Leute, was geht ab? Ich bin der Zero von Elite Fact und wieder mit am Start ist mein Bro, der Monster ebenfalls von Elite Fact. Und ja, heute geht's los. Wir haben euch beim letzten Mal gefragt, dass wir eine Challenge machen wollen. Und ihr habt natürlich Vorschläge gebracht und wir haben uns entschieden für die gute Karamell-Senf-Challenge. Alter, das gibt's einfach nichts Geileres. Ich zeig's euch mal. Guckt euch das an. So, ich muss aufpassen, dass es nicht vom Teller kippt. Musst ihr aber noch ein Geständnis machen? Bei mir wurde es dann einfach die gute Bambina. Weiße Schokolade, Erdbeer. Klingt auch lecker, Digga. Also ich bin gespannt auf die Kombi. Vielleicht entdecken wir ein neues Geheimrezept oder so. Und damit herzlich willkommen im Gameplay zu der ekelhaftesten Challenge der Welt. Für uns zumindest. Genau, die gute Karamell-Senf-Challenge. Oder Schoki-Senf-Challenge. Ich weiß nicht, so eine Challenge habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen, dass das jemand in dieser Kombination gemacht hat. Ich bin fast gestorben! Ah! Nein, 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 nein. Ich lebe! Vor allem jetzt ist alles nur mit mehr Spannung geladen, Alter. Das ist echt geil. Also, warte mal, da wie so ein Seemonster. Warte, lass zusammen in dieses Haus gehen. Warte, ich muss... Alter! Oh mein Gott, das war knapp. Wie man jetzt einfach um sein Überleben... Das ist echt so, es ist alles richtig hier, ne? Angespannt. Oh mein Gott, nein! Oh, ich hab ihn. Scheiße! Nein, nein, ich auch! Okay, dann erst mal ordentlich. Oh, warte, ich muss es in die Kamera halten. Erstmal ordentlich eintunken. Oh ja. Mm. Oh. Mm. Mm. Oh, Alter. Digga, mir schlecht. Das ist echt eine beschissene Kombination. Ich sehe einfach, wie du da durch die Gegend. Ich hab Angst. Ach so, Digga, was ich sagen wollte ist, wir müssen auch direkt drauf loskauen, nicht runterlutschen oder so. Ja, ich hab gekaut, also ich hab jetzt nicht runtergekaut. Ich hab auch direkt losgekaut und mir geht's nicht gut. Aber du hast auch nochmal richtig ekligen Senf, das muss man auch ganz klar dazu sagen. Mhm. Oh nö, von hinten, Alter. Hab ihn, diesen Stück, du musst. Danke sehr. So, hier nochmal schön ordentlich eingetunkt. Boah, Alter. Nee, danke für die vielen Challenge-Vorschläge. Also, oh mein. Alter, ich bin wieder draufgegangen. Was ist das denn für eine Scheiße? Ist das eklig? Oh Gott, sind dort viele Gegner. Ich kann mich einfach nicht konzentrieren mit Senf und Karamell im Mund. Noch ein Stück. Ja, also, ich glaube, ich hab's echt. Ich habe irgendwie das Gefühl, du hast es besser als ich. Deins ist irgendwie leckerer. Hört sich zumindest leckerer an. Weil bei mir ist es weiß. Bei mir ist es einfach weiß. Ich wurde gebrutzelt, Alter. Richtig ich geil. Nur aufs Maul. Es tut Runde. Mir richtig leid. Es war wieder so klar. Ich habe schon vor der Runde gesagt, wenn wir jetzt nein, ich brenne. Digga, ich habe vor der Runde schon gesagt, wenn wir jetzt eine Challenge aufnehmen, ich werde bestimmt wieder 1000 Mal draufgehen bei meinem Glück. Und was passiert? Ich gehe 5000 Mal drauf. Oh, das ist das ekelhaft. Guck mal hier, so richtig geil. Oh, Alter. Das wird mir alles so viel. Und Leute, wenn ihr Bock habt... Alter! Digga, er hat mich mit einem scheiß Raketenwerfer abgeballert. Ich bin einfach negativ, so muss das für die Challenge. Ich krieg das Zeug gar nicht aufgegessen. Oh Gott, Alter, ich habe eine Angst bei jedem Gunfight, als wenn ich sterben könnte. Als würde er echt sterben, das ist Alter, von hinten! Von hinten! Nee. Oh, hallo. Hinter dir! Oh mein Gott, ich hab dir so den Arsch gerettet. Geil! Du bist ein richtiger Schatz. Bitte sehr. Nein! Nee, guck mal, also ich bin extra brüderlich zu dir gegangen, damit wir beide draufgehen. Das war natürlich alles für dich, Baby. Du machst einfach schöne Geräusche. Ach du Scheiße, ich überlebe hier selten nicht. Eigentlich sind die Gegner gar nicht so schwer, aber ich bin einfach irgendwie zu aufgeregt. Alles klar, jetzt bin ich motiviert, scheiß drauf, orbital, uns kann nichts mehr passieren jetzt. Okay, ich glaube, uns kann viel passieren. Das glaube ich nämlich auch. Kam schon wieder ein Boxer auf mich zugerannt. Ein Boxer? Nein. Oh mein Gott. Vladimir. Oh mein Gott. Okay. Alter, ich habe doch noch ganz gut aufgeholt. 20 zu 7. Du musst es einfach... Ich glaube, warte mal, am Anfang warst du... Ich musste in der ersten Hälfte einfach alles reinstopfen. Leute, also wie gesagt, schreibt uns Challenge-Vorschläge in die Kommentare. Wir wissen nicht, wann wir die nächste Challenge machen werden, aber Hauptsache, wir haben erstmal ein paar Vorschläge von euch, um neue Inspirationen für ekelhafte Sachen sammeln zu können. Alles klar.
Eben, schreibt einfach auch mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze so findet und so weiter. Wir sind da sehr auf euer Feedback angewiesen, ne? Ihr wisst ja Bescheid, wir gehen auf jeden Kommentar ein und so weiter. Also haut einfach mal was in die Kommentare. Lasst eine Bewertung da auf jeden Fall, wenn euch das Ganze gefallen hat. Das wäre richtig geil. Das wäre echt geil. Und ansonsten, Digga, ich würde sagen, Leute, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Das war's von mir und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.